Döner für 3 Euro. Wo habt ihr denn heutzutage noch Döner für 3 Euro? Deswegen wollte ich da mal hoch, wollte mal das auschecken. Also bin ich jetzt mal hier rein zum Dönershop, hab mir da einen Döner geholt. Hat halt 4 Euro gekostet statt 3 Euro, aber ist ja der normale Preis. So. Die Dicken auf Tour, Teil 3. Nix Teil 3. Das wird wohl der letzte Tag, beziehungsweise heute ist der letzte Tag von der Auf die Dicken Tour, denn heute ist Samstag. Der Dicke hat heute mal frei. Das heißt, heute sind wir wieder richtig unterwegs. Das Wetter ist auch passend. Es regnet. Gestern Abend sind wir schon raus im Regen, haben noch ein paar Takes gemacht für ein Musikvideo. Jetzt sind wir auf dem Weg in den Edeka, denn da wollen wir uns eine Flasche Pfeffi holen. Denn heute haben wir ja frei, Bruder. Und ich glaube, es färbt langsam ab, dass der jeden Tag Trailer Park Boys guckt. Was wir mit der Flasche Pfeffi vorhaben, das sagen wir euch dann, wenn wir beim Edeka sind. Jetzt reich mir mal das Bier. Von daher, peace out, euer Vorhaut, Ramsch. Also, bis gleich. So, und der Iswo ist kurz auf die Bank. Geld abholen, denn heute wird es richtig kostspielig. Wenn der Dicke zurück ist, wie gesagt, Edeka, nächste Station. Und dann sagen wir uns mal unseren genialen Plan, den wir ausgeschustert haben. Oh mein Gott! Jo, also wir sind jetzt hier am Spirello und hier ist so ein Typ, da habe ich erst gedacht, wer der Rams ist, wenn er älter ist. Hier steht, life too short to smile while you have a teeth. Also das Leben ist zu kurz, wenn du Zähne hast oder ob du Zähne hast. Und jetzt guck mal hier rüber zu den Zähnen. Das Leben ist zu kurz, wenn du Zähne hast. Das ist ein Schwachsinn für alle. Ich übersetze es mal kurz. Da steht einfach nur, life is short, smile while you have teeth. Also das Leben ist kurz, lächel, solange du Zähne hast. Und dann siehst du unseren Kollegen, der hat es verstanden, ne? Der hat keine Zähne. Der hat keine Zähne, Bruder. So, wir sind also jetzt im Edeka angekommen und ich erzähle jetzt mal, ne, der Dicke. Zum Frühstück gab es natürlich wieder Toast mit Wurst, ganz klassisch, und dem Delivery, oder wie auch immer das heißt, Ketchup. Und jetzt haben wir den Plan gefasst. Wir haben schon 3 Bierchen getrunken zu Hause. 3. Jetzt haben wir auf dem Weg noch hierher ein Viertes genommen. Das hängt jetzt hier links und rechts in meinem Rucksack rum, in den Taschen. Und wir haben uns gedacht, wir holen uns eine Flasche Pfeffi, gehen dann in den Weg in die Stadt, machen da fix einen Raid, fahren dann ins Kino, weil es ist ja jetzt dieser Meisterdetektiv Pikachu Film im Kino, aber auch der Wrestling with My Family Film, eben der mit The Rock. Und dann wollte er beides gucken, weil das beides genial ist. Und haben wir gedacht, komm, ist der letzte Tag, wir machen heute richtig einen drauf. Wir gehen in den Pikachu Film, schmuggeln die Flasche Pfeffi mit rein, betrinken uns im Kino beim Pikachu Film, gehen dann nach dem Kino fix zum Chinamann, weil es ja angeblich auch den besten Chinamann der Welt gibt. Und den haben wir noch nicht getestet. Bis jetzt hat man ja nur Schnitzelhaus und Dönerbude und Burgerbude und was war das andere? Pizza, genau. Wir werden dann also zu dem Chinamann gehen zwischendrin, da dinieren und abends einfach noch in den The Rock-Film gehen. Dann haben wir alles abgedeckt. 2 Filme, 2 Kinos, hin und her, Raids, Pfeffi, alles dabei. Abends dann noch ein bisschen Trailer Park Boys, noch ein Bierchen, den Tag ausklingen lassen. Aber ob das alles so hinhaut, wie wir es uns gedacht haben, sehen wir dann. Jetzt müssen wir natürlich erstmal einkaufen und machen uns dann auf den Weg in die Stadt. Wetter ist immer noch saumäßig, es regnet natürlich, aber ja, wie soll das auch anders sein? Ist halt der letzte Tag, Aufbruchstimmung. Mit wem redest du? Ach so, und jetzt geht's auf zur Kasse und dann ins Kino, bis auf uns. So, also bis jetzt hat der Plan schon ganz gut geklappt. Aber was soll auch schief gehen, wenn man einfach nur in Edeka geht und eine Flasche Pfeffi holt? Total schwachsinnig. Man kann hinfahren und in die Regale kotzen. Ja, aber das passiert nur ihm. Da ist ja kein richtiger offizieller Weg, ne? Da musst du ja schon, oh mein Gott, La Parcours machen. Und dann geht das auch. Hey, was ist denn das Backseat? Hast du das aus meinem Rucksack geklaut oder was? Ja. So, sind jetzt angekommen in der U-Bahn. Wir sagen mal U-Bahn jetzt einfach dazu. Fahren jetzt ungefähr 15 Minuten. Du kommst hier rein und das riecht schon wie Kotze. Der
ganze Eingang voll. Und das erinnert mich wieder an die gebratenen Nudeln von Maggi. Gönnt euch gebratene Nudeln von Maggi. Typ Ende, wie die gesagt hat in dem Teil. Wenn mein Sohn das immer macht, riecht die ganze Küche nach Kotze, ne? Weiß nicht, ob er das überhaupt hört, weil es ja übelst laut ist. Dreckstunnel einfach nur, aber gönnt euch Kotze. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr auch schon mal gekotzt habt. So, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Am Neckartor. Da ist schon wieder wilde Verfolgungsjagd. Das war so lustig, weil in der Bahn, wenn du reingekommen bist, das hat so nach Kotze gerochen, weil da jemand einfach übelst hingebrochen hat und das weggewischt wurde. Und der ganze saure Geruch war noch in der Luft. Und dann sind die ganzen Weiber reingekommen vom Frühlingsfest mit ihrem Minirock und stehen so dort und... Und ich so zum Iswo, Mensch, Iswo, ist doch nicht schlimm, das kann jedem mal passieren. Ich habe mich auch schon mal übergeben. Jetzt haben die bestimmt alle gedacht, das war der Iswo. Und alle haben sich beschwert und wollen schon ins nächste Abteil, weil es so abartig gerochen hat. Aber noch lustiger sehe ich hier nämlich das ADAC-Schild, wo drunter steht einfach ACAB. Kennt ihr das? Ne? Müssen wir hier gucken. ADAC, aka ACAB. Das ist auch beides dasselbe Schmarren, oder nicht? Der Iswo ist am Austreten. Nee, ich konnte. Und das Bier ist leider auch schon leer. Sind schon wieder. Aber vielleicht hauen wir uns jetzt erstmal einen Schluck Pfeffi rein. Und ja, gucken dann mal nach dem Kino und nach Raids. Achtung, jetzt ist grün. Yo! Wir haben. Es ist schon grün. Ich sehe überhaupt nichts. Wir laufen einfach rüber. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen 5er Raid gesichtet. Laufen da jetzt mal rüber. Ich glaube, die Welt geht gerade unter. Richtig krass. Na, aber der Iswo, der kennt sich ja aus. Deswegen bis gleich. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Arena gefunden. Ich weiß nicht, was das hier ist. Sieht auf jeden Fall pervers aus. Erst denkt man, die heiraten da drin. Dann sieht es aus, als wäre das übelste Swingerparty. Da steht auf jeden Fall der Iswo. Da drin sind alle nackt. Das ist die Arena. Jetzt wollen wir den Raid machen. Wir haben das hier aufgepackt, ausgepackt auf den Tisch. Da hat ja auch den Pfeffi noch ausgepackt. Das sehen wir hier. Wunderbar. Wenn wir da reingucken, gehen wir kurz zur Seite. Da sehen wir nackte Haut. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich glaube, gleich kommt eh einer raus und bringt uns alle um. Im Endeffekt ist es nur eine Hochzeit. Ne? Wir werden auch bald heiraten, haben wir uns schon vorgenommen. Und dann gibt's Fetti für alle. Wir besaufen uns heute aber richtig. Sehen gerade aus, als würde man hier am DJ-Pult stehen. Eine Dicke freut sich schon mal auf den Film, wie man sieht. Deshalb Prost an die Leute hinter uns, weil bei denen ist heute wahrscheinlich mächtig was zu feiern. Wochenende, saufen, ich drehe durch. Komm, gib mal nochmal einen Hieb her hier. Einen Account müssen wir noch einstellen, bis jetzt klappt alles gut. Die Schuhe sind komplett durchnässt, die Strümpfe sind komplett nass. Hier tröpfelt es einfach nur so runter. Hier. Aber sieht gut aus, schöne Location und richtig gute Arena. Wie heißt die Arena überhaupt? Wir gucken mal kurz hier drauf. Blaue Lauge. Ach so, ne, Blaue Lagune. Jetzt versuchen wir mal reinzugehen, den Raid zu machen. Und dann weiter zum Kino vorzudringen, weil so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Bis der Film anfängt, Junge! Komm! Sieben! Sieben! Da kann man noch ein Hebel. Dann nehme ich gleich sieben Hebe. So viel Zeit habe ich nicht. Hey, du denkst schon dran, dass wir den mit ins Kino nehmen wollten? Wenn er leer ist, geht's nicht mehr. Da bin ich mitgezählt, Bruder. Ich mach so ein Bing, Bing, Bing. Jackpot. Ja, wir wollen ja nicht hinterherhängen, deswegen. Haben Sie es denn einen Zug, der gleich sieben Hiebe groß ist? Jetzt machen wir den Raid und dann geht's weiter mit dem Kino. Mal gucken, ob wir es schaffen, die Flasche mit reinzunehmen. Wir melden uns von drin bei Pokémon und Liebe Software. Ich habe ja meine Bauchtasche parat, da geht alles rein. So, der ist wohl total am Ausrasten. Der ist jetzt so ärgerlich. Ich habe gerade noch zu ihm gesagt, was mich wundert ist, dass keiner rauskommt und uns hier wegschickt.
wenn die eine wirklich Hochzeit haben oder irgendwas. Und genau in dem Moment steht einfach eine Frau hinter uns und sagt, ey Jungs, ich muss euch hier wegschicken. Ihr könnt hier nicht einfach trinken. Ich sag, ja, wir machen nur fix den Raid. Nee, ihr müsst jetzt gehen. Dann hat der Ismus erst mal ein Gespräch verwickelt und gesagt, haben Sie auch mal Pokémon gespielt? Ja. Und Strategie, das ist du. Doch cool, wieso... Also sie hat sogar, ja, vor einem Jahr habe ich es mal gespielt. Na, dass sie so ins Gespräch verwickelt und nicht so lange gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und dann irgendwann ist sie gegangen und sagt, ey Jungs, echt nicht. Ich habe euch gerade gebeten und ihr macht einfach weiter. Oh, und dann ist sie reingegangen und dann kam der Big Boss Man. Und dann hat sie gesagt, ja, ich hab's probiert. Ne? Und dann kam er, hat schon das Hemd aufgeknüpft und die Brusthaare rausgehangen. Und hat gesagt, so, ihr geht jetzt. Und er ist wohl klar, ich bin endlich jetzt. Und er, okay, wir gehen jetzt. Und ich schnell die Handys dann. Weitergekämpft, nur mit 4 Accounts dann, weil der Ismo konnte ja nicht mehr, der musste ja die Brusthaare von dem Mann abwehren. Aber jetzt sind wir einfach einen Meter um die Ecke, da war nämlich so ein verdunkeltes Fenster, da haben die uns nicht mehr gesehen. Und haben in Ruhe noch die Dinger gefangen. Und meins muss ich jetzt noch fangen, mit 16, 89, sind aber jetzt trotzdem auf... Oh, guck mal da hier, sieht man die? Eine Ente. Ja, wo ist sie denn, Alter? Ich sehe sie gar nicht. Ich glaube, ich stehe davor. Bruder, da ist noch eine. Enten! Deswegen gehen wir jetzt auf den Weg. Sind wir auf dem Weg ins Kino. Wir haben schon ein bisschen ins Pfeffi getrunken. Ich hoffe, da reicht noch für den Film. Und das Wetter wird auch wieder besser. Ihr seht, die Sonne scheint und der Regen wird immer weniger. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Okay. Es ist rot.